Hallo! Hallo, wir sind wieder von So abnehmen. Und heute gibt es wieder was Salziges und zwar einen Hackfleisch-Blumenkohl-Auflauf. Was brauchen wir dafür? Wir haben also das, was wir anstelle von Tartar benutzen. Das ist ein fettreduziertes Rinderhackfleisch. Das hat insgesamt 4% Fett. Das Tartar hätte nur 3, aber für uns geht das durch. Und ist wesentlich günstiger Oh als ja, Tartar. ja. Dann brauchen wir Kartoffeln und Karotten, eine Zwiebel, die darf auch gern größer sein noch als die, also so ist das Minimum. Dann brauchen wir einen ganzen Blumenkohl. Dann die Soße machen wir mit etwas Milch, ein wenig Stärkemehl, also geht jedes Stärkemehl, Kartoffelstärke, Maisstärke, was ihr wollt. Ein klein wenig, wir machen 2 Esslöffel Käse in die Soße, damit es ein bisschen cremig wird. Und überbacken wir das Ganze mit Raclette-Käse. Wir nehmen natürlich nicht die ganze Packung, sondern wir machen es heute für 3 Personen. Dann machen wir dann 100 Gramm Raclette-Käse. Genau. Dann haben wir außerdem noch auch mehr optional Petersilie. Die habe ich schon mal gewaschen und geschleudert. Die tun wir nachher noch hacken, oder? Genau, ja. Ja, und wir fangen jetzt erstmal damit an, das Gemüse zu putzen. Und den Blumenkohl werden wir etwas vorgaren, weil Genau, der kommt klein schneiden dann und vorgaren. im Auflauf ganz oben auf, der würde sonst nicht gar Nee, werden. ja, genau. Das Gemüse schneiden wir mit dem Genius Gemüseschneider. Das ist schön, dann sind es erstmal ziemlich kleine Stifte und zweitens sind sie alle gleich groß. Die Zwiebel wird später gehobelt. Jetzt, wo alles geschnitten ist und der Blumenkohl schon vor sich hin köchelt, werden wir das Hackfleisch, Kartoffeln und Karotten anbraten. Ich habe es voll vergessen zu sagen, wir brauchen auch noch etwas Öl zum Anbraten. Und zwar, das ist jetzt ein Keimöl, aber es geht auch jedes andere, je nach Geschmack eben, was man mag. So, das ist auch schon schön heiß. Ich werde das ist Hackfleisch, Schrägstrich Tartar anbraten. Weil es so schön heiß ist, werde ich auch gleich die Zwiebel drüber hobeln. Das ist jetzt so ein Gemüsehobel. Wenn ihr euch dafür interessiert, den gibt es bei uns auf dem Blog verlinkt. Und da nehme ich gerne die Einstellung 3 für die Zwiebeln. Halt anders drin. Wenn das Hackfleisch und die Zwiebeln schon etwas angebraten sind, gebe ich noch die gestiefelten Kartoffeln und Karotten dazu und brate die mit an. Bis sie ein bisschen durch sind schon auch, also beziehungsweise bis sie gar sind, weil wenn wir das nachher dann alles in die Auflaufform schichten, soll es nur noch überbacken werden und sollten eigentlich alle Komponenten schon gar sein. Ich werde es jetzt also anbraten und wenn ich das Gefühl habe, es wird mir zu schnell, brennt mir an oder es wird mir zu knusprig oder so, dann mache ich einen Schluck Wasser noch rein. Ich salze das Ganze jetzt gleich etwas auf, damit es ein bisschen Flüssigkeit zieht. Dann muss ich nicht so groß Wasser dazugeben. Wenn man Wasser dazu gibt, kann man das auch mit der Würzpaste würzen. Das ist eigentlich auch sehr lecker. Wie die Würzpaste geht, das haben wir ja schon mal in einem früheren Video gezeigt. Das Gemüse ist jetzt schon so gut wie durch und auch schön angebraten. Ich werde jetzt noch die Soße machen. Dafür nehme ich 2 Teelöffel Stärkemehl und 300 Milliliter Milch und mische das gut durch. Die Stärke, die löst sich ja im Prinzip nur in kalten Flüssigkeiten richtig gut auf. Deswegen muss man die in der kalten Milch unterrühren, schütteln, mixen, was auch immer. Weil sonst hat man ganz schnell Klümpchen. So, und kurz bevor ich das jetzt drüber leere, werde ich diesen fettarmen Käse ein bisschen darüber streuen, dass er sich dann das damit auflöst. Das muss jetzt gerade noch einmal aufkochen, damit die Stärke dann auch anfängt, die Soße zu binden. Ich werde es jetzt noch würzen mit Pfeffer. Schalten.
Die Petersilie, kommt die jetzt gleich rein oder erst? Ich wollte es aufkochen, dass die nicht unbedingt so sehr mitkocht. Ja, aber ist jetzt auch gar nicht so dringend mit dem Aufkochen, weil es wird ja nochmal, jetzt kocht es. Es wird ja dann auch nochmal heiß. Ich mache das jetzt aus und ich werde jetzt die Petersilie reinmachen. Ist die alle für mich? Gut. Also man kann da ruhig reichlich reinmachen. Das schmeckt nämlich wirklich toll. Mit frischen Kräutern ist es sowieso immer schön kochen. Jetzt kommt diese Hackfleisch-Gemüsemischung unten in der Auflaufform. Da kannst du mir gerade halten helfen. Das ist nämlich immer ein bisschen schwierig. Das riecht schon lecker. Ja, Petersilie jetzt, das kommt richtig gut. Es passt aber auch immer so gut zu so Kartoffel. Ich würde jetzt eigentlich, würde fast Sahne sagen, auch wenn keine Sahne drin ist, aber das ist ja mit dieser Soße aus Milch und Käse und Stärkemehl, das gibt ja ein bisschen eine Konsistenz wie Sahne. Mhm. Und ich finde auch, es ist geschmacklich gar nicht wirklich schlechter, weil durch die Gewürze und Kräuter ist es eigentlich immer super. So, jetzt mal auf die Seite. Ja, du kannst den gleich drüber ein bisschen verteilen. Also Gemüse ist ja da reichlich drin. Das war der Plan. Nehme ich den Löffel hier, wo wir ihn vorne hatten, noch ein bisschen, um das noch ein bisschen. Der Blumenkohl ist auch schön weich. Den kann man jetzt auch noch ein bisschen glatt drücken, damit das alles nicht ganz so hoch ist, weil wir wollen jetzt gleich noch Käse obendrauf machen. So. Ich habe jetzt den gesamten Käse auf die Zuwiegewaage gelegt. Ich nehme an, das kann man so drei Scheiben kann man drauf machen. Die werde ich jetzt gerade so hier verteilen. Das sind dann, ja, das passt gerade mit den 100 Gramm. Jetzt machen wir das noch in den Backofen und zwar so lange, bis der Raclette-Käse einfach eine schöne Farbe hat. Wir haben die Funktion Grillen mit Umluft jetzt mal ausgewählt. Und wollen es ein bisschen hochstellen, weil die Sachen sind ja schon alle gar. Wenn ihr das nicht habt, geht aber auch mit Oberhitze sehr gut. Also einfach, es geht jetzt nur noch darum zu überbacken. Okay. Ist das so hoch so oder? Ist okay, mach rein. Der Auflauf war jetzt im Ofen noch, also beziehungsweise unter dem Grill zum Überbacken, ca. 25 Minuten. Ja, etwa. So, und das wollen wir noch probieren und euch erzählen, wie es schmeckt. Ja. Sehr gemüsig, gell? Herrlich. Super. Das schmeckt so gut, weil ich noch gar nichts von dem Käse probiert habe. Sehr gut. Die ganze Auflaufform hat 33 Holz. Wir werden es jetzt auf drei Portionen, habe ich eigentlich gedacht, aber es scheint jetzt fast ein bisschen viel zu sein. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Da bleibt noch bestimmt eine Portion für heute Abend. Also, wenn man es auf drei Portionen essen würde, hätte dann ein Teller 11 Points. Ja. Zu kompliziert zum Kochen ist auch nichts. Rezept findet ihr wie immer auf so-abnehmen.info. Ich werde immer den entsprechenden Blogbeitrag unten in der Infobox verlinken. Wenn euch das Rezept gefallen hat, gebt uns bitte ein Like. Und wenn ihr auch zukünftig keine Rezepte mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unsere Videos teilt auf Google+, Facebook, Twitter. Unsere Fotos pinnt auf Pinterest. Wir haben auch einen Pinterest-Account. Sie haben es zwar erst angefangen, aber auch den Link findet ihr in der Infobox. Ja, also sagt's weiter, dass wir gut kochen, weil ich denke, wir kochen wirklich gut. Und wenn ihr das Rezept ausprobiert, dann schreibt uns auch, wie es war. Und vielleicht macht ja auch jemand eine Variante. Ich habe zum Beispiel vom Sauerkrautauflauf gehört, dass jemand mit Ananas versucht hat. Das finde ich klingt sehr lecker. Ja, schreibt uns, wir sind immer auch offen für neue Ideen. Wir probieren es dann vielleicht auch mal noch in eurer Variante aus. Wir freuen uns einfach, wenn ihr euch überhaupt meldet und wir was von euch hören. Das ist immer ganz toll für uns. Okay. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.